Hallo zusammen, da ist X19. Ich begrüße euch zu meinem Let's Show. Und zwar von unserem Server. Oh, jetzt habe ich gerade tierische Lags, das geht einmal gar nicht. Dankeschön. Nehmen wir da noch ein bisschen das Zeug raus. Da. Smooth, nein. Wolken brauchen wir auch nicht. So. Einfach für das Video jetzt rasch. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller dann. Gut, ja, sieht besser aus. Gut, das ist so das Areal und ich muss dazu noch sagen, es sind maximal 25 bis 30 Stacks hergecheatet. Der Rest ist alles selber gefarmt, das ganze Lehm dort hat mein Kollege selber gefarmt. Die Bäume, Baumstämme sind praktisch alle selber gefarmt, bis auf etwa 20 Stacks. Dort oben Obsidian, da kommen wir später dazu. Dort sind etwa 3 Stacks hergecheatet, der Rest abgebaut. Also etwa 4-5 Stacks habe ich selber abgebaut. Ja, eben meine Privatwohnung da. Da oben ist noch zum saufenden Mönchen. Das ist so das Gasthaus, das ich betreibe. Ganz gechillt. Und diese Sachen sind auch hergecheatet. Ich kann es einfach mal anschauen. Das ist Getränke, Brauerei für das Gasthaus. Und ich habe mir nur die Zutaten für Heiltränke hergecheatet. Einfach mal zum Ausprobieren. Gut, aber kommt man nur so. Da durch. Ich habe eben da meinen Eingang ein bisschen komisch gemacht und habe nur lange probiert, hast du ihn so zum Laufen gebracht. Also da ist er versteckt, weißt du. Man muss den Schalter und dann so kann man rein. Achtung, gefährlicher Krieger im Baumhaus. Ich habe es leider noch nicht geschafft von innen auch, weil es hat sich immer wieder gegenseitig negiert und das haben wir dann angeschissen. Habe ich es einfach so. Voll easy. Da ist eine Bäckerei. Auf dem Kollegen stellt. Getreide und Seeds, Ortsbäckerei. Klein, aber fein. So. Gehen wir mal weiter. Da ist unsere Getreidefarm, die auch vor allem Erbe bewirtschaftet. Da muss ich gerade noch das Zugehörige zu der Getreidefarm zeigen. Ja, Hühner vor allem Farm ist auch obligatorisch. Ganz klar. Und zwar die Mühle. Das Dach ist auch noch nicht ganz fertig. Aber auch da, der hat auch so Küche und so. Hat dann da sein Bett, oder? Da kann man dann noch weiter ruhen. Oder wieder runter. Da kommt dann eben ein Dachstock rein, wo jetzt da noch ein bisschen kaputt ist. Da das Windrad oder was auch immer. Autsch. Und mit Wasser ist es auch noch Antrieb, also da hat es noch so ein anderes Rad drin. Blutsch, blutsch. Weißt du, da fließt es drüber. So. Ich weiß gar nicht, ob ich alles jetzt reinbringe in die 15 Minuten. Ich renne einfach durch. Gehen wir gerade da durch. Zum dunklen Dickicht. Da habe ich mal etwas gebaut mit Redstones und so, es hat mal funktioniert, aber irgendein Hoshi hat da alles kaputt gemacht und nicht wieder aufgebaut. Dann habe ich Pilze gezüchtet, den ganzen Wald habe ich gezüchtet, es war mal Wiese. Ja, ja, nichts Spezielles. Da ist unser Portal. So Lianen dran, die immer wieder runterwachsen, die müssen wir wieder zurückschneiden. Unsere Kuhfarm, wo gleich immer wieder Schäfchen drin sind. Unsere Schäfchen. Ein kleiner Tümpel, das braucht es auch. Das ist am Greenery X5 sein Haus. Ich habe ihn da ein bisschen dekoriert, der war schon länger im Ort. Haha, das ist halt. Wenn man da länger im Ort ist. Da ist noch ein Real-Life-Kollege sein Haus, auch er war schon länger im Mond, so wie es aussieht. Da geht es auch bei unsere Mine, die zeige ich nicht jetzt, das ist nicht sehr wichtig eigentlich. Geht einfach runter dann, bis wieder zum Durst, so wie Staffel 1 oder so. In dem Stil. Da ist unser Brunnen.
Schmiede des goldenen Hammers. Bücher allerhand an Schmiedkünsten. Ah ja, gebraucht. Da noch ein Hafen. Leider hat es gerade kein Schiff vor Anker. Dort vorne ist eins. Achtung, Domi war drin. Ah. Zuerst muss man sich ein bisschen aufladen. Gut, sein Haus kann er eigentlich selber zeigen, finde ich dann mal, bei einem zweiten Video. Da ist noch die Metzgerei. Weil es ist recht verwinkelt und alles. Und ja, er soll das dann selber mal zeigen. Also freut euch drauf, ich finde es ein geiles Haus. Ich muss jetzt ganz kurz etwas holen. Autsch. So, und zwar in meiner Kiste da. Ja. Weil man kann natürlich auch dahinter da noch ein bisschen hängen. Und es geht da hinten noch weiter runter. Mit dem Privatbahnhof. Metalldetektor mit dem Metallwagen. Piep, 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 piep. Ja, genau. Ah, da hat es eins gehabt. Voll easy. Düm, 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 düm. Da fetzen wir an. Das Blöde ist, amigs hat es da noch Viecher. Genau wie jetzt zum Beispiel der Enderman. Gibt es halt. Da ist auch etwas am Entstehen. Da, von da kommen eben auch die Viecher noch rein. Müssen wir dann mal zumachen, aber ja. Dort ist unser Lager. Sorry, Frosch im Hals. Da Pilzfarm mit Creepers und allem möglichen auch gerade dort. Da kommt er dann übrigens zu meinem Kollegen, zum Mori, dort wo ich vorher auch runterlaufen will. Das ist genau da. Wie er seine Lehmmaterialien, Cobblestone, Treppen, also weißt du. Wir haben schlussendlich für jedes Teil eine Kiste so. Gravel, ja, ja. Alles Mögliche hat es halt einfach da. Ja, ja. Da hinten auch, oder? Da die zweite Linie am Entstehen, dann könnte man da auch noch weitermachen. Ja, wenn wir jetzt hier rausgehen, kommen wir zu unserem Minenabgang. Also sprich, da komme ich wieder rauf und komme neben meinem Kollegen im Haus drauf. Da. Ja, ja. In seinem Haus geht es dann auch noch in den Turm, der hat auch erbaut, das können wir auch dort anschauen. Das habe ich noch gar noch nicht gesehen da selber. Was ist das? Ah, Fischerhütte. Kein Fisch gefangen. Und ja, ich habe wieder mal mit dem Creeper, Skin angezogen. Creeper in a Suit, so. La 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 la. La 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 la. Ah, oh, wieso ist jetzt gleich kaputt gegangen? So ein Zeich. Da. Ja, zeige ich euch noch, was das ist. Und zwar müssen wir das ein bisschen weiter weg, oder? Ja, wir gehen mal da auf den Mauer rauf. Komm. Sollte man sehen. Hüpp! Hüpp und hüpp. Ah! Uncool. Oh nein, es wird dunkel, aber ich bin ja. Ahahaha. Ich bin cool und kann das machen. Aha! Ich komme da gar nicht ganz zu. Ja, whatever, gehen wir halt nicht da hoch. Da sind wir schön zu, falls irgendein Huhn abhaut. Ah, da ist übrigens noch der Hugo Toni. Ganz klar.
Gehen wir rasch da raus. Und ich hoffe, man sieht es von da. Ich bin jetzt aber auch schon länger nicht mehr schauen und die Mauer ist stetig gewachsen und um. Gehen wir da auf den Hugo. Ja, das sollte ein Schwert darstellen. Es ist eine geklaute Idee, ich weiß nicht mehr von wem. Ein Schwert, das im See steckt. Ja, ja. Aber, aber. Der Griff ist aus Obsidian. Dann, was habe ich noch gemacht? Dort Glowstone oder Lava. Diamant und ein bisschen rote Wolle und glaub blaue oder schwarze Wolle. Ja. Man kann auch rein, allerdings kann es tückisch sein, es sind schon Leute versoffen da. Ich auch. So. Da kann man dann auch verbrennen. Und das, an diesem Teil habe ich etwa 4 oder 5 Stunden umgebaut. Und ja, ich finde, das hat sich gelohnt. Das sieht von außen geil aus, von innen. Ja, pff, es muss nicht geil aussehen von innen, oder? Ich meine, ja. Whatever. Ah nein, Obsidian habe ich dort genommen. Jetzt sind wir im Griff rein, weißt du? Zack. Pilz, dort links, der Wald, das dunkle Dickicht, mein Turm. Ja. Jetzt will er auch schon etwas testen. Nein, nein, ist gut. Ja, eben von da sieht man halt dann alles. Es ist schon recht cool, der Ausblick. Nein, Regen! So ein Zeich. Egal. Video ist eh fertig. Ich muss jetzt schauen, dass ich so eine Wasserrose treffe. Glück gehabt. Also weißt du, die Teile, die habe ich so gemacht. Ich habe einfach einen Kessel Wasser genommen, zwei Blöcke Leaves rausgemacht, das Wasser oben drauf und die Leaves wieder weggenommen. Und hat so Hügel gegeben. Ich habe es noch, witzig gefunden. Darum. Habe ich so gemacht? Ja, ich glaube, ich habe alles gezeigt, oder? Ja, wir könnten zu schnell steht auf der Turm. Ah, weißt du, also ich zeige jetzt dieses Ausgleich. Ich habe alle anderen auch gezeigt. Ich zeige das jetzt auch noch. Denkt, wir sind im Lager unten. Der Aufgang, den ich gezeigt habe, zu ihm, ist der da. Eben, es ist alles vernetzt unten dran. Man kann dann direkt auch über in den Turm. Sehr cool gemacht. Da wieder raus. Und dort auf den Turm, wo auch jetzt bin ich runtergefallen. Egal. Ihr wisst ja, wie das aussieht, wenn man von einem Turm runter schaut, oder? Gut, da sind wir im Keller, würde ich noch sagen. Ja. Es ist da noch ein WC. Dusche, Solarium. Da sind wir im Haupthaus rein. Da ist die Eingangstür wieder. Gerade neben dem Fischerhäuschen gibt es so ein angenehmes Aroma. Und jetzt muss ich mich beeilen, jetzt habe ich gar nicht viel Zeit. Uiuiui. Das ist ein weiterer Stück. Alles über Edelmetall, seine Bücher. So. Und weiter ruhen. Kann man glauben, nicht mehr. Ah doch, man kommt aufs Dach rauf, so. Das ist unser Server mit dem grossen Schwert. Mit allem coolen Zeugs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt, was ihr denkt. Und ja, ich zeige sicher, wie es weitergeht. Bis dann. Peace.